Ja, willkommen auf der Hof Bergmann zu einer neuen Folge. Und ich muss es mal so sagen, die letzte Folge auf dieser Hof Bergmann. Weil ganz einfach und ganz klar wir diese Folge haben. 29. sehen wird, also mir gar nicht war, am 28. am Freitag, genau. Und am Montag, den 1. Juli, kommt die Hof Bergmann 1.5 für uns Supporter. Und dann wird es dann weitergehen. Also hier auf der 1.4 ist definitiv Schluss mit dieser Folge. Wir haben nicht viel erreicht, aber dafür fangen wir ja in der nächsten an. 1.5er wieder neu an. Und da wird es auch einiges Neues zu entdecken geben. Also werde ich hier, wie gesagt, nicht mehr weitermachen. Da sehe ich keinen Sinn mehr drin. Wenn ich nochmal zum Aufnehmen kommen sollte, zeitlich gesehen, dann wird es auf der Talbach weitergehen. Und die Hof Bergmann wird dann nächste Woche wieder starten, wenn ich dazu komme. Wie gesagt, das liegt mal dran, wie ich dazu komme mit dem Aufnehmen. Und dann werde ich aber auch nicht viel Zeit haben, weil ich sehr wahrscheinlich schon den Donnerstag, das ist der 1., 2., 3., der 4. Juli, da will ich mich sehr wahrscheinlich schon auf den Weg machen Richtung Farmcon, weil das sind von mir hier doch ein paar Kilometer hier, die ich da zu fahren habe, und ich möchte da ziemlich stressfrei ankommen. Ich fahre mit dem Wohnmobil, also kann ich da irgendwo unterwegs stehen bleiben und pennen, oder wenn ich, ja, je nachdem, wie gut es läuft, ich auch noch den Donnerstag bis hinkomme, bis zum Ziel, dann suche ich mir da irgendwie einen Platz, wo ich mich hinstellen kann zum Schlafen. Aber dann bin ich da recht stressfrei dabei und das ist mir lieber. Ich muss ja nicht alles in eins runterrutschen. Mit dem LKW würde mir das wahrscheinlich nichts ausmachen. Aber da sitzt man ja auch wesentlich komfortabler wie in so einem Wohnmobil, obwohl das auch schon nicht schlecht ist. Ist aber kein Vergleich. Aber egal, so ist auf jeden Fall erstmal der Plan. Ich wollte eigentlich erst den Freitag hochfahren, den 5., aber dann hätte ich wirklich bis rüber bis durchfahren müssen. Oder aber eben dann den Samstagmorgen relativ früh wieder weiter durchstarten. Das möchte ich mir eigentlich ersparen. Muss man ja nicht machen. Darum ist jetzt mein Plan, dass ich den Donnerstag schon losfahre. Naja, und dann komme ich da entspannt an. So mein Grundgedanke. Ja, warte mal so. Bin mal gespannt, ich hatte mir so ein kleines mobiles Klimagerät bestellt im Internet fürs Wohnmobil. Das wird entweder Freitag oder Samstag kommen. Entweder, ja, wie gesagt, morgen oder übermorgen. Mal gucken, was das bringt. Sonst hältst du das in der Karre nicht aus. Ne? Ich war da heute Morgen mal drin, ich wollte eigentlich mal meinen Frischwassertank ordentlich durchspülen. Aber da kannst du nicht rein, das ist der Wahnsinn. So, dann machen wir den schmalen Streifen noch hier.
dann haben wir das ja schon mal runter vom Feld. Ja, ich glaube, ich sagte es beim letzten Video schon, wenn ich mit der 1,5er anfange, da werde ich dann auch meinen Kontobetrag da oben deutlich auffüllen. Weil bis November, ja, November ist ja auch nicht mehr ganz viel Zeit, bis Mitte November, dann kommt ja dann die LS25. Und darum habe ich mir gesagt, dann machen wir mal einfach, ne, ganz frech und dreist unser Konto sofort richtig voll. Und dann ist ja noch richtig spannend, also für mich auf jeden Fall, für mich ist das, oder ich finde das richtig spannend, wo mein Schneidwerkswagen abgeblieben ist. Der muss doch hier irgendwo stehen. Hä? Hallo, hallo, der war doch hier. Ach nee. Entschuldigung. Ja, manchmal bin ich ein bisschen doof. So, jetzt pass mal auf. Man achte auf die Feinheiten. Schnupp, da ist er. Hier, diese Annehmlichkeiten, die werden wir ja zu Anfang wohl nicht im 15er, im LS 25 haben. Dann müssen wir wieder warten, bis da die Modder was Neues heraushauen. Ne? Das ist da so. Kann man nicht ändern. Bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis die ersten Mods dann erscheinen. Und ich bin mal gespannt, wie viele Leute diese Asienkarte spielen werden. Weil ich bestimmt nicht, das ist nicht, das ist, nee. Das ist wohl nicht so meins. So, machen wir ihn ab. Also hier Reis, nee. Da bin ich raus, sorry. Jetzt wieder für einen Krampf hier. Mein Rohr ist zu lang. Ja. Prost den Spezi, oder wie der heißt. Das sollte ich eigentlich nicht trinken, weil viel zu viel Zucker drin, aber das war gerade das einzig Kalte, was so verfügbar war. So, Foto. Ui. Ui. Boah, alter Falter. Kartoffeln, nee, nee. Ist das eine schöne Wärme da draußen, ey, dann gehst du kaputt. Ach, wir grubbern mal, wa? Wir grubbern. Aber damit. Out. So, hoho, ho. Aus die Maus. Ja.
Ich bin am Ölen, das glaubt kein Mensch. Nee, das wollte ich auch nicht. Das wollte ich auch nicht. Hä? Nö. Egal. Wo wollte ich denn jetzt hin? Feld 10. Das war doch hier vorne ums Eck, ne? Genau. Als Chlor. Nach Feld 10 soll es gehen. Schniddeldiwim, schniddeldiwum. Da mäht mir doch einer rechts ins Ohr. Das kommt mir doch recht seltsam vor. So, jetzt pass auf, jetzt wird es ziemlich enge hier, oder? Die Brücke ist recht schmal. Das könnte werden zu einer Qual. Ich und meine, ne? Fangen wir vorne an, weil hier ist Grade. So. In die Richtung 2000, Kameraden. Los geht's. Ich war vorhin mit dem Fahrrad einkaufen. Habe auch, muss ich zugeben, viel zu viel gekauft. Kriegte ich auf meinem Fahrrad gar nicht. Zwei Satteltaschen und zusätzlich noch zwei Einkaufstaschen. Das hat nicht gereicht. Ich musste noch zwei große Tragetaschen im Laden kaufen, damit ich überhaupt alles verstaut kriegte. Und dann noch ein 6er-Pack 1 Liter Flaschen Wasser hin auf dem Gepäckträger. Taschen habe ich mir dann, also insgesamt 4 Taschen vollgepackt am Lenkerwagen. Aber mit Fahren war dann nichts mehr. Also wenn ich da gefahren wäre, hätte ich mich ganz fürchterlich auf die Fresse gelegt. Also habe ich geschoben. Es ist nicht allzu weit von uns bis zu dem Laden, oder von dem Laden bis zu uns hier. Aber ich bin hier angekommen, ich habe gedacht, ich wäre durch einen Sturzregen gelaufen. Ich war platternass. Das kann sich keiner vorstellen. Unglaublich. Das ist so drückend und schwül hier. Ich hoffe, dass es heute Nacht ein reinigendes Gewitter gibt. Für heute über Tag. Ja gut, das ist 20 vor 4. Oder 15.40 Uhr. Das hält es nicht aus, ne? Ich weiß, erst haben sie alle gejammert, das ist zu kalt. Jetzt zu jammern, weil das zu warm ist. Also mir war das Kalte lieber, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Kühlere. So 18, 20 Grad, das ist für mich schon optimal eigentlich. Ich kann jeden verstehen, der sagt, oh, aber lieber, ne? Aber bei diesen Temperaturen hier drehe ich am Rad. Da geht mein Kreislauf völlig durcheinander. Das ist halt, wenn man nicht mehr gesund ist. Ne? Wenn du Kreislaufprobleme, Herzprobleme hast, dann ist das. Oder so wie bei mir neurologisch. Ne? Also ich habe es glaube ich schon öfter gesagt, ich habe ja eigentlich jeden Tag permanent Kopfschmerzen. Mal mehr, mal weniger stark. Meistens weniger stark, aber so wie jetzt hier, da platzt hier die Birne weg. Ne? Aber ich habe das am Sonntag, ich glaube Sonntag war es, habe ich das schon gemerkt. Oder war es Montagmorgen? Ich bin aufgestanden,
schon mit Wahnsinnskopfschmerzen. Ich habe mir das schon morgens eine Kopfschmerztablette eingeschmissen, was ich sonst überhaupt nicht mache. Aber das ging gar nicht ohne. Ja, Montag, genau. Montagmorgen, oder? Nicht auszuhalten. Und da wusste ich schon, dass es dicke kommt. Man kann es auch leicht wetterfühlig nennen. Aber wenn extreme Wetterumschwünge kommen, das merke ich schon. Zum Teil auch sehr, sehr stark. Oh, Leute. Oh, mein Wasser steht schon im Kühlschrank. Man kann es aber bei dem Wetter am besten trinken, Wasser. Ne? Das steht schon im Kühlschrank und mein Eiswürfelbereiter ist auch voll. Also das sollte passen. Heute Abend gibt es zum Abendbrot einfach nur Brötchen. Guck, eine Bockwurst dazu oder sowas. Das reicht. Mehr braucht's nicht. Der schießt ja nicht zum Aushalten, ist das ja nicht. Wie verdacht ihr denn so gegen diese Wärme? Es gibt ja Leute, die kommen da richtig gut mit klar. Ne? Die haben dann halt Spaß dran. Die knallen sich in der Sonne irgendwo ins Freibad oder was weiß ich wo, wenn sie denn nicht arbeiten müssen. Und sind dann da best mit zufrieden. Aber wie gesagt, nö, das geht bei mir nicht. Wenn ihr im Hintergrund irgendwelche Geräusche hören solltet, irgendwelche Maschinen und was weiß ich, bei sowas. Bei mir in der Nachbarschaft sind zwei Baustellen. Also könnte das durchaus passieren, dass da irgendwelche solche Geräusche, ne, dass da sowas auftritt. Nicht wundern also. Ja, die Jungs sind auch ganz clever. Die sind von der Wärme auch so ein bisschen angegriffen, würde ich mal sagen. Ich meine, die stehen den ganzen Tag in der prallen Sonne. Ne, die sind echt toll. Und es heißt ja immer, nie unter schwebende Lasten treten. Ne? Dann haben sie mit dem Baukran irgend so einen Schalungstafel oder wie sich das schimpft, rausgehoben. Und haben die über ihre Baustelle weggeschwenkt, damit sie nicht unter der Last arbeiten müssen. Macht ja Sinn, ne? Aber wo haben sie das Ding hingestellt? Da schwebt die Last über der öffentlichen Straße, die nicht abgesperrt ist. Das macht auch Sinn, ne? Da habe ich auch noch so gedacht, ob das alles so richtig ist. Also wenn das Ding da oben nicht mehr hält und runterkracht, knallt das quer komplett über die Straße. Und da fahren Autos, und da fahren Fahrradfahrer, da gehen Fußgänger. Und das würde dann auch nichts helfen, wenn sie auf der anderen Straßenseite lang laufen, wie es beschildert ist, was sie machen sollen. Dann würde sie ja genauso treffen.
Ein bisschen unüberlegt, ne? Aber so sind sie. Es war sehr gedankenlos, will ich mal sagen. Und ich sag mal, das ist der Hitze geschuldet gewesen. Jo, 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 jo. Gerade, was gucke ich eigentlich hier? Ah, ja, so ist, da macht das mehr Sinn, ne? Ist auch schon wieder warm geworden. Obwohl ich hier Deckenmufti an habe. Was soll denn das jetzt? Wieso ist denn jetzt? Hä? Was ist denn jetzt wieder los? Nö. Da ist doch ein bisschen was schief gelaufen. Egal. Ja, da ist er mir aus dem Ruder gelaufen. Muss ich wohl zu doll ans Lenkrad gekommen sein oder was? Keine Ahnung. Aber es ist schwierig, gell? Ach, jetzt kommt auch noch so ein Strommast. An den habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Na, sowas. Dann hatte ich mir ja vor. Ja, nee, geht ja. Nee, alles klar. Also jetzt gerade den Gedanken, aber der war völlig falsch. Also behalte ich den für mich. Bevor ihr mich auslacht. Könnte ja dann eventuell passieren, ne? Habt ihr nicht verstanden? Gott sei Dank, ich auch nicht. Doch hängen geblieben. Kriegen wir durch, kriegen wir durch, kriegen wir durch. Doch bewegt das, ja, bewegt sich, ja, bewegt sich, ja, bewegt sich. Ja. Ah. Oh. Et küt. Vorsicht, et küt. Kopf einziehen.
Jetzt kann er aber loslassen. Hat er. Der Hund träumt. Ich denke gerade, was sind das für komische Geräusche hier? Hund und Katzen, die sind auch alle völlig schachmatt. Die gehen nicht raus, die bewegen sich kaum. Scheint doch Scheißwetter zu sein. Selbst für die. Für die Mietjis und die Hundis oder den Hund. Hund haben wir ja nur einen, Gott sei Dank. Nicht, dass ich Hunde nicht mag oder überhaupt, aber einer reicht. Und die alte Dame ist auch schon 9 oder nee, dieses Jahr wird sie glaube ich 10. Oder? Ja genau, dieses Jahr ist sie 10 geworden. Die Lady. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber. Kurz vom Siedepunkt. Du kannst gar nicht so schnell trinken, wie sich das Zeug erwärmt. Auf 100 Milliliter 9,2 Gramm Zucker. Alter Falter. Wird meine Blutzuckerwerte wieder gewaltig hochtreiben. Aber tut der alte Mann auch schon. Mein Gott. Zu doof zum Trinken. Es wird ein schlimmes Ende mit mir nehmen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe! Ja, Gott sei Dank. Das nächste Getränk kommt eisgekühlt wieder in meinen Thermobecher. Das ist aber mal sicher. So ein Ding jetzt hilft wirklich. Also, der ist zwar jetzt auch schon älter, ich brauche für Dauer mal 9. Aber das ist schon gut. So ein Thermobecher. Im LKW habe ich ja nicht gebraucht, da habe ich die Klimaanlage gehabt, da war es heiß genug. Nee, kalt genug. Im Winter warm genug und im Sommer kalt genug, genau. Eine Klimaautomatik auf Temperatur eingestellt, das war eine geile Sache. Im Sommer kühl, im Winter warm, besser ging es nicht. Das Einzige, was mir da in dem Auto noch gefehlt hatte, war eine Standklimaanlage. Die hatte ich da noch nicht drin. Die haben die Kollegen jetzt drin, alle. Was auch einfach sinnig ist. Wenn du da irgendwo stehen musst, 2-3 Stunden bis zur Ladung kriegst oder abladen kannst, dann macht das schon Sinn. Oder eben doch nachts, ne? Wenn du im Auto pennen musst. Ich habe immer gesagt, früher haben wir im Winter die Autos laufen lassen, also die Motoren laufen lassen, damit wir es warm hatten.
Dann haben wir Standheizung gekriegt. Also haben wir im Sommer die Autos laufen lassen, die Motoren, damit wir es kühl hatten. Irgendwas ist ja immer, ne? Aber wenn ich so zurück überlege, früher, ich weiß noch, meine ersten Autos, da waren ja auch keine Klimaanlage, hier VW Käfer und so. Gut, meine beiden Käfer, die ich hatte, die hatten beide Schiebedach. Das war schon gut. Da hast du im Sommer dann halt Fenster losgemacht, Schiebedach los. Beim Fahren war das ja auch angenehm. Wir haben uns dann ja oft im Sommer am Baggersee getroffen. Und ja, dann standen dann die Autos, Schiebedach los, beide Fenster bzw. Türen offen. Und da konntest du auch gut durchziehen. Und, aber wenn du dich ins Auto reingesetzt hast, musst du natürlich aufpassen. Ne? Natürlich auf dem Sitz hinten die Pelle verbrennt oder am Lenkrad. Ne? Im Käfer waren so Kunstledersitze drin. War sie noch, ja. Und jetzt kommen meine Weiber wieder und haben natürlich wieder einen Haustürschlüssel nicht mit hier, ohne Worte. Ich mache hier Schluss. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Das wird es dann gewesen sein für die Hofbergmann. Und dann sage ich winke, winke bis zum 1. Juli auf der 1.5. Macht es gut. Bis dahin. Ciao.